Die Berliner Wasserbetriebe machen 6 junge geflüchtete Menschen fit für die Ausbildung. Gemeinsam mit 6 Berliner Jugendlichen durchlaufen sie das sogenannte Horizont-Programm. Das ist sowohl ein Betriebspraktikum als auch Unterricht und sozialpädagogische Betreuung. Ziel ist es, die jungen geflüchteten Menschen im Herbst dieses Jahres in ein Ausbildungsverhältnis zu übernehmen. Wir wollen Horizonte öffnen und das sowohl für die jungen Geflüchteten als auch für das Unternehmen, betonte die Personalchefin der Berliner Wasserbetriebe, Kerstin Oster. Bereits seit 2010 können hier Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten Gründen keinen normalen Ausbildungsweg gefunden haben, mit einer Einstiegsqualifizierung eine neue Chance bekommen. Dieses Projekt wurde jetzt um 6 Geflüchtete erweitert. Im September vergangenen Jahres startete das engagierte Vorhaben mit einer Unterschrift. Die Wasserbetriebe holten sich die Initiative Arrivo Berlin und die gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mit ins Boot, um sowohl bei der Vermittlung als auch bei der begleitenden Sprachausbildung Unterstützung zu finden. Jetzt, 5 Monate später, probieren sich 6 Flüchtlinge aus Afghanistan, Ägypten, Äthiopien, Iran, Pakistan und Syrien gemeinsam mit 6 jungen Berlinern im Löten, Schweißen, Drehen und Feilen. Der Weg dahin brauchte Ausdauer, doch der Einsatz hat sich gelohnt. Wir mussten sehr viel Eigeninitiative aufbringen. Das heißt, wir mussten gemeinsam, also unser Unternehmen, gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, die sehr gut aufgestellt ist, und Arrivo uns sehr eng abstimmen und wirklich schauen, wie kommen wir an junge geflüchtete Menschen für die Berliner Wasserbetriebe. Und das heißt wirklich, man muss einen langen Atem haben. Und das Netz muss auch sehr gut ausgefeilt sein. Das heißt, man muss wirklich als Unternehmen zeigen, dass man großes Interesse hat. Und dann ist das von der Agentur für Arbeit auch sehr gut vorbereitet worden. Und wir haben dort auch gemeinsam mit der Kompetenzfeststellung, was ja auch wichtig ist, dann sind wir an die geeigneten Praktikantinnen und Praktikanten gekommen für uns. Sie sprechen von langen Atem. Das macht natürlich manchen Unternehmen, denke ich, auch Sorge, wenn Sie das hören. Was meinen Sie, was denn langfristig hier verbessert werden kann? Gerade aus Ihren Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben. Also langfristig muss man auf jeden Fall schauen, wie wir, und das ist auch ganz wichtig, wie wir mit der Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen, wir arbeiten ja mit denen zusammen. Das heißt, diese externe Betreuung für die Unternehmen, auch im Rahmen der Kompetenzfeststellung und aber auch im Rahmen der Integration hier, nämlich in Form von Deutschkursen, aber nicht in der Schule, also wie im Schulsystem, sondern wirklich hier, wir sehen es gerade hinter uns, eben im wirklichen Leben, dass dort stärker noch die Initiative ergriffen wird, dass man auch auf externe Anbieter zugeht und dass man da auch gar keine Sorge vorhaben muss, denn auch die sind sehr, sehr daran interessiert, das zu unterstützen. Und das klappt dann auch. Warum war es Ihnen wichtig, hier Pionier zu sein? Also für uns, für die Berliner Wasserbetriebe, ist Diversity oder Vielfalt Standard im Unternehmen. Einerseits für die Beschäftigten, aber darüber hinaus auch für das Unternehmen. Und für uns ist es wichtig, auch dort in Bezug auf die Fachkräfte, langfristige Fachkräftegewinnung auch über die Grenzen, also sprich Horizonte zu schaffen. Und mit diesem Horizontprogramm ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch eine Integration, eine Perspektive anbieten. Praktikas sind ganz toll, aber wir wollen eben auch als landeseigenes Unternehmen und auch als erstes landeseigenes Unternehmen diese Form von langfristiger Fachkräftegewinnung für uns nutzen und anbieten. Und auch die gelebte Vielfalt wollen wir jedem hier die Möglichkeit geben, auch daran teilzunehmen. Bis Anfang April durchlaufen nun die Praktikanten im Ausbildungszentrum der Wasserbetriebe die klassischen Disziplinen. Ab April werden sie dann in Werken und Betriebsstellen des Unternehmens eingesetzt. Bei der Einstellung der jungen Flüchtlinge waren vor allem Motivation und Vorkenntnisse entscheidend. Wir hatten ein relativ hohes Sprachniveau angesetzt, B1, das ist nicht erfüllt worden. Wir haben auch junge Menschen, die dieses Sprachniveau nicht erfüllen. In erster Linie natürlich eine hohe Motivation und Bereitschaft. Und wir haben dann einen kurzen Test in der Werkstatt durchgeführt, sodass wir davon ausgehen konnten, dass entsprechende Motivation und Vorkenntnisse für eine Einstiegsqualifizierung da waren. Und wenn Sie jetzt zurückgucken und sehen, wo jetzt die Jugendlichen stehen, wie ist es gelaufen? Sind Ihre Erwartungen bislang erfüllt worden? Ja, die sind 100% erfüllt worden. Sehr unterstützend war dann die Kompetenzfeststellung, wo wir auch nochmal erfahren haben, was die Einzelnen letztendlich für Voraussetzungen mitbringen. Und das läuft sehr gut. Nun haben Sie ja insgesamt 12, 6 geflüchtete junge Menschen und 6 aus Berlin. Das heißt, wenn jetzt alle wirklich gut durchstarten, gibt es dann auch für alle im Herbst einen Ausbildungsplatz? Wenn alle motiviert dabei bleiben und alle gut durchstarten, wird es für alle einen Ausbildungsplatz geben können, ja.
Nochmal, Frau Espert, Sie haben ja unheimlich intensive begleitende Maßnahmen auch. Da ist von Unterricht die Rede, von sozialpädagogischem Unterricht. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann das ein Unternehmen managen? Da haben wir uns ja den Partner, die GFBM, mit ins Boot geholt. Das heißt, der Unterricht hier wird montags durch die GFBM durchgeführt. Die Kollegin der GFBM übernimmt auch die sozialpädagogische Begleitung, wird dann auch die jungen Menschen in den betrieblichen Phasen auch vor Ort aufsuchen und entsprechend die Gespräche führen. Arbeits- und Integrationssenatorin Dilek Kohlert lobte das Horizont-Programm als vorbildlich. Die SPD-Politikerin weiß aber auch, dass es noch einer großen Kraftanstrengung bedarf, um die Vermittlung von jungen Geflüchteten auf dem Ausbildungsmarkt zu professionalisieren. Dieses Projekt ist ja nach Kooperation mit Arrivo entstanden. Wir haben ja in Berlin mit Arrivo eine Initiative der Wirtschaft entwickelt, wo viele Unternehmen im Verbund, aber auch alleine ihre Türen öffnen. Für geflüchtete Jugendliche sagen, wir brauchen Nachwuchs und sie sollen hier die Berufe kennenlernen und dann vielleicht auch erlernen. Und Berliner Wasserbetrieb ist für mich wirklich ein sehr gutes Beispiel. Hier haben wir eine Kooperation abgeschlossen miteinander und Arrivo hat eben dazu beigetragen, dass hier ein ausgefeiltes System entstanden ist. Das ist sehr, sehr vorbildlich. Jedes Unternehmen geht anders damit um und noch fehlen die Erfahrungen, junge Geflüchtete in die Ausbildung zu nehmen. Bei den Berliner Wasserbetrieben zeigen wir, wie es geht. Und alle Hilfsangebote werden hier mobilisiert, aber das Unternehmen selber steckt auch eine Menge rein. Im nächsten Schritt wollen wir Arrivo-Unternehmen alle zusammenführen und zu einer Plattform entwickeln, dass Unternehmen von Unternehmen lernen können, die schon Erfahrungen gemacht haben. Wir sehen hier, dass es funktioniert, dass sehr viele junge Flüchtlinge motiviert sind, auch Talente mitbringen, Fähigkeiten mitbringen und wenn sie die Chance haben, in der Werkstatt das weiterzuentwickeln, dann tun sie das. Und jetzt steht als nächster Schritt tatsächlich eine betriebliche Ausbildung an. Nun gibt es viele Unternehmen, die das ja machen wollen. Es hakt aber immer noch bei dem Bindeglied, dass wirklich die geflüchteten Menschen, die passen, dann auch in die Unternehmen kommen als mögliche Auszubildende. Was kann man denn hier an dieser Schnittstelle noch verbessern? Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Die Berliner Unternehmen sind sehr aufgeschlossen. Fast alle Branchen sagen, wir wollen diese Jugendlichen integrieren. Und die Hilfsangebote sind auch da. Arrivo ist da. Arrivo unterstützt auch einzelne Unternehmen auf diesem Weg. Es ist schon etwas komplizierter, einen Flüchtling, jungen Menschen in den Betrieb zu integrieren. Es gibt am Anfang auch ausländerrechtliche Fragen und dann muss man Sprachförderung viel intensiver machen. Da ist Berlin sehr weit. Wir haben flächendeckend Volkshochschulkurse in Berlin. Da sind schon Jugendliche, die Deutsch lernen. Die haben wir hier auch kennengelernt. Und wir haben über die Volkshochschulkurse hinaus auch berufsbezogene Sprachkurse in Berlin. Was Sprachkurse angeht, ist Berlin super aufgestellt. Das können die Unternehmen natürlich nutzen, weil sie Jugendlichen dann auch schon mit Sprachkenntnissen hierher kommen. Und natürlich brauchen Unternehmen dann auch Begleitung, denn nachdem die Jugendlichen die Berufe kennengelernt haben und dann hoffentlich ein Berufsvertrag zustande kommt, müssen die Jugendlichen auch begleitet werden, dass sie auch durchhalten. Das heißt, es ist ein langer Weg. Das muss man allen Unternehmen auch klar sagen, es ist ein langer Weg, aber die professionelle Unterstützung gibt es in Berlin. Nun haben wir hier eine duale Ausbildung. Das heißt, wenn die Jugendlichen in Ausbildung kommen, werden sie ja auch Schulen besuchen. Sind die auch vorbereitet darauf? Die Berufsschulen haben auch inzwischen Willkommensklassen. Und da werden wir jetzt nochmal mit meiner Kollegin genauer hingucken. Wenn diese Jugendlichen dann in die Ausbildung kommen oder während des Einstiegsqualifizierungsprogramms, wie sie dann in den Oberstufenzentren aufgefangen werden und begleitet werden. Aber es gibt die Willkommensklassen schon in den Oberstufenzentren. Das ist schon geschehen. Wie wichtig das Thema ist, zeigen aktuelle Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft. Danach führt schlechte Arbeitsmarktpolitik zu hohen Mehrkosten, auch bei der Flüchtlingsintegration. Wenn es der Politik nicht gelingt, überflüssige Hindernisse abzubauen und den Einstieg in Arbeit zu erleichtern, könnten die Staatskassen allein in den kommenden 2 Jahren um rund 4 Milliarden Euro zusätzlich belastet werden. Viele Unternehmen sind bereit, junge geflüchtete Menschen für eine Ausbildung zu qualifizieren. Es gibt allerdings hohe Hürden zu nehmen. Das zeigen auch die Berliner Wasserbetriebe. Sie machen aber einen Anfang und das ist gut so, denn hier können sich andere Unternehmen orientieren.